Ja, guten Tag, mein Name ist Fritz Rossmann und ich lebe hier in Hörgrenzhausen und arbeite mit Porzellanton. Porzellan ist jetzt nicht typisch für Hörgrenzhausen, weil im Westerwald wird Steinzeugton überwiegend abgebaut und Porzellantone werden da abgebaut, wo man Kaolinvorkommen hat. Und der Ton, mit dem ich arbeite, der kommt aus England, weil in England gibt es diese Kaolintone. Und das Porzellan, mit dem ich arbeite, das nennt sich Audrey Blackman. Also ich verwende das Audrey Blackman, weil es sehr gut in der Verarbeitung ist. Es lässt sich unglaublich gut drehen auf der Töpferscheibe. Es lässt sich gut bearbeiten und ist vollkommen, also man kann sagen, trockenunempfindlich. Mit dieser Masse arbeite ich und meine Sachen stelle ich überwiegend auf der Töpferscheibe her. Aber die Masse kann man auch gut verdrehen, verbauen und auch als Paperclay-Masse verwenden. Ja, ich werde jetzt mit dem Material eine Schale drehen aus Porzellanton. Und bevor ich die Schale drehen kann, muss ich den Ton erst homogenisieren und die Luft rausschlagen, damit er eine gute Bildsamkeit hat, um vertöpfert zu werden. So, dann nehme ich jetzt diesen Kloß und fange an, den Ton zu zentrieren. Und gleichzeitig drücke ich auch restliche Luft aus der Masse raus, die, wie gesagt, beim weiteren Drehen oder Brennen Probleme machen kann. Wenn ich das Gefühl habe, der Ton ist jetzt homogen genug, fange ich an, aus diesem Tonkloß ein Gefäß herzustellen. Und zwar lege ich erst den Boden, das heißt Boden legen. Dabei muss ich achten, dass der Boden halt die richtige Stärke hat und nicht zu dick und zu dünn ist. Und dann muss ich den Boden nochmal durcharbeiten, damit er dann nachher später beim Trocknen keine Risse bekommt. Und das ist sozusagen der erste Akt beim Drehen. Der zweite ist jetzt, dass ich anfange, den Ton nach oben zu drehen. Und da gibt es auch verschiedene Griffe, mit denen man das machen kann. Und jetzt sieht man, wie das so nach oben geht. Und die Hauptarbeit beim Drehen habe ich hier mit diesem Daumen und dem Mittelfinger gemacht. Das ist der erste Aufzug, nennt man das. Jetzt kommt der zweite. Das ist der sogenannte Westerwälder Griff. Das ist ein traditioneller Griff. Obwohl, den gibt es auch in verschiedenen Ecken der Welt. Und jetzt drücke ich den Ton hier hoch und versuche, das möglichst gleichmäßig nach oben zu bekommen. Die Schwierigkeit daran ist, den Ton von unten nach oben zu drehen, ohne dass das Gefäß Probleme macht. Man sieht ja, wenn ich jetzt mal so mache, dass das direkt vereiert ist. Und so kann man nicht töpfern, also muss ich das wieder zentrieren. Und das geht so dann. So, wenn ich jetzt die Form gebe, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt von innen nach außen drücke, dann entsteht eine Wölbung nach außen. Und das mache ich mit dem Drehholz, weil der Ton oder der Porzellanton besser an dem Holz gleitet als an den Fingern.
eine Sache, die problematisch ist, wenn man mit Porzellanton dreht, dass der Porzellanton so eine Eigenschaft besitzt, die nennt sich Thixotropie. Das heißt, der Ton wird während des Arbeitens immer weicher und ich muss aufpassen, dass das Ganze in sich nicht zusammensackt. Und aus dem Grunde nehme ich dann, wenn ich denke, oh, jetzt wird es langsam zu weich, dann fängt das auch, man sieht das, wie das hier anfängt zu schlackern, nehme ich mir hier diesen Brenner als Hilfsmittel, um das Stück ein bisschen zu trocknen. Und das Tolle an dieser Masse ist, dass ich die ganz rasant und ganz schnell von dem feuchten Zustand bis zum lederharten Zustand trocknen kann, ohne dass was kaputt geht. Ein Problem ist, wenn man dann vom lederharten Zustand komplett trocknet, dann muss man wieder langsam trocknen. Also mit dem Brenner kann man nur in dem ersten Stadium, wenn es noch feucht ist, zu lederhart hin, ganz schnell und rasant trocknen. Und jetzt kann ich hier weiter drehen und das Stück ist schon etwas fester, ohne dass es deformiert, ja? Jetzt kann ich auch noch diesen Zustand des Angetrockneten nutzen, um eventuell sozusagen das auf der Drehscheibe zu dekorieren und das sähe dann so aus. Dann habe ich da sozusagen so ein kleines Dekorelement noch mit eingebaut während des Drehens. So, wenn ich denke, das Stück ist fertig, schneide ich das ab. Und stelle das dann hier so hin. Der nächste Schritt wäre dann das Abdrehen, aber das kann man erst einen Tag später machen. Ja, wie eben gesagt, ist ja das Abdrehen ein zweiter Arbeitsschritt, den kann man jetzt nicht zeigen, aber beim Abdrehen ist das so. Hier bei dem Stück sieht man, dass hier unten noch so diese vom Abschneiden die Elemente sind, die muss man dann abschneiden und das wird dann abgedreht, das ist wie Drechseln. Und wenn das Stück dann abgedreht ist, jetzt habe ich hier ein fertiges Stück, dann sieht das so aus. Das ist jetzt abgedreht und durch das Abdrehen kann man halt den Bodenabschluss sauber ausarbeiten und dann habe ich hier noch eine Struktur während des Abdrehens reingearbeitet und diese Struktur da scheint nachher das Licht auch durch und das zeigt ganz schön die Charakteristik des Porzellans. Das ist auch jetzt schon gebrannt so und das jetzt klingt man auch, dass es Porzellan ist. Und das Porzellan habe ich dann zuerst nach dem Abdrehen, habe ich die Löcher dann noch reingemacht. Das sind hier so Öffnungen, in den Öffnungen ist dann Glasur drin. Und nach dem Schrühbrand habe ich das Ganze glasiert. Der Schrühbrand ist der erste Brand, der findet so bei ca. 1000 Grad statt bei Porzellan. Habe das dann nach dem Schrühbrand glasiert. Und dann glatt gebrannt bei 1300 Grad im Gasofen. Und durch diesen hohen Brand verglast das Porzellan und erhält seine Transparenz. Das ist eigentlich eine alte asiatische Technik, kennt man vielleicht von den chinesischen Reisschalen. Im Grunde interpretiere ich das dann neu.